Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch die Samsung Galaxy Kamera. Dieses Ding, dieses Zwischending, dieser Zwitter zwischen Smartphone und Point-and-Shoot-Kamera. Oder anders gesagt, die erste Kamera mit Android 4.1 Jelly Bean drauf von Samsung. Das schauen wir uns heute genauer an, dieses Teil. Und wir klären dann auch gleich die Frage, ob es sich hierbei um ein Smartphone mit einer guten Kameraoptik oder ob es sich um eine Kamera mit Android handelt. Und ihr werdet dann feststellen, dass es beides einigermaßen zutrifft. Diese Kamera werden wir uns anschauen. Ich habe hier das schwarze Modell, beziehungsweise eigentlich ist es so ein bisschen blau. Samsung hat ja schon bei den Smartphones schon länger angefangen, nicht mehr einfach schwarz und weiß, sondern es gibt eben da diese verschiedenen Farben, beziehungsweise in diesem Fall jetzt gibt es die dunkle Variante, die als schwarz genannt wird, aber das Ganze eigentlich eher so ein bisschen bläulich ist. Und dann gibt es auch noch ein weißes Modell. Und ich habe jetzt hier die schwarze Variante bekommen. Bevor wir da einsteigen, schauen wir uns das Teil von außen mal an. Ihr seht, es ist relativ groß. Also sprich, wir haben hier eine Kamera, die ganz gut in der Hand liegt. Vor allem durch diese geriffelte Oberfläche hier, da kann man es eigentlich ganz gut halten. Und sie ist aber deutlich größer als andere Kameras. Wir werden das dann nachher noch vergleichen. Zum Beispiel hier mit meiner Point-and-Shoot, die ich bisher hatte, die Lumix von Panasonic DMC TZ31, eine hervorragende Kamera. Und die ist aber doch schon deutlich kleiner, wenn wir das jetzt hier mal anschauen, die zwei Kameras. Dann seht ihr, oder krasser ist es, wenn wir sie so aufeinander legen. Da seht ihr schon, die Galaxy-Kamera ist eine ziemliche Wumme. Das ist ein ziemlich großes Ding. Muss aber kein Nachteil sein. Ich habe eher relativ große Hände und habe es eigentlich gerne, wenn ich was... Die liegt auch ganz gut in der Hand. Man kann da auf der Seite noch diesen Bändel dran machen oder eben auch nicht. Je nachdem, wie man das will. So, was haben wir da? Vorne natürlich mal das Objektiv. Ein 21-fach Zoom. Also 21-fach optisch, nicht irgendwie digital. Das schauen wir uns dann nachher noch an. Sonst haben wir vorne eigentlich nichts. Dann hier oben natürlich kameratypisch. Wir haben hier den Auslöseknopf mit diesen zwei Druckpunkten. Einmal um zu fokussieren und dann natürlich um auszulösen. Und dann hier die Wippe für das Zoom. Hier haben wir On-Off-Switch. Hier verbirgt sich der Blitz, den wir über diese Taste rein manuell, seht ihr, auslösen können. Also das ist so, wenn ihr den Blitz braucht, kommt der nicht selber raus, sondern müsst ihr quasi selber von Hand den einfach mal rausfahren und dann wird er dann gebraucht, wenn es ihn braucht. Solange der zu ist, ist er zu. Finde ich ganz praktisch, weil ich meistens ohne Blitz fotografiere. Auf der linken Seite, wie gesagt, hier den Blitzauslösetaste. Hier unten haben wir einen Lautsprecher. Dann haben wir hier natürlich in der Mitte, damit es auch vom Gewicht her passt, den Anschluss für ein Stativ. Dann haben wir hier unten, seht ihr, können wir die verschiedenen Karten reintun. Auf der einen Seite den Akku, dann haben wir auf der rechten Seite einen Micro-SD-SIM-Card-Slot. Hier haben wir einen Micro-HDMI-Ausgang, welcher sich auch von außen direkt hier, wie sieht man es da, wie diese kleine Wippe, ohne dass ihr hier das aufmachen müsst. Und dann haben wir auf der linken Seite den SIM-Card-Slot. Da kommen wir dann noch dazu, warum das eben eigentlich eher ein Smartphone ist. Und hier auf der rechten Seite, neben der Halterung für diese kleine Lasche hier, diesen Lederbändel, haben wir hier noch einen Kopfhörerausgang, Anschluss und dann hier natürlich noch einen Micro-USB-Anschluss. Das ist ja heute Standard. So, seht ihr, da sieht man es. So, auch durch eine Klappe abgedeckt. So, das ist die Kamera von außen, die natürlich logischerweise dominiert wird durch ihr riesiges Display. Ich werfe das mal an. Dieses Display hier, 4,8 Zoll, ist ein HD Super Clear LCD Display mit der bekannten 1280x720, also HD Ready Auflösung. Und das Display ist natürlich das eigentliche Highlight dieser Kamera. Ich habe noch nie eine Kamera gehabt, die wirklich so ein großes, so ein farbstarkes, so ein gutes Display drin hatte. Und wenn ich da so durchzwitsche, dann fällt euch natürlich gleich auf, ja hey, das sieht ja aus wie beim Smartphone. Ist natürlich auch so, weil wir haben hier drauf, ich zeige euch das gleich als erstes, nämlich Android 4.1 Jelly Bean, also sehr aktuell. Im Moment ist ja 4.2 draußen, aber das ist noch nicht auf allzu vielen Geräten drauf, außer auf den Google Nexus Geräten. Also ihr seht hier, Android 4.1.1 ist da drauf.
Und dadurch habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten, die ihr bei einer normalen Kamera bisher nie hattet. Zum Beispiel als allererstes, weil da natürlich Android drauf läuft, könnt ihr alle Programme, praktisch alle Programme installieren. Ihr könnt auch Games drauf installieren, ihr könnt E-Mails abrufen und so weiter. Sei mal dahingestellt, ob das sinnvoll ist, ein Game zu spielen auf einer Kamera. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich auch keine Kamera, ist ja eigentlich ein Smartphone. Und da fehlt nichts zur absoluten Glückseligkeit, was Smartphone anbelangt. Nämlich, wir haben einen Quad-Core-Prozessor, den bekannten Exynos-Chip von Samsung. Und der ist hier mit 1,4 GHz getaktet, 1 GB RAM. Also die Hardware-Ausstattung des Smartphone-Teils ist natürlich super. Das ist eigentlich ein Oberliga-Smartphone. Reagiert auch ganz zuppig. Ihr werdet es nachher dann sehen. Das ist eigentlich alles ganz schnell. Wir können dann auch mal einen Benchmark laufen lassen, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was das denn heißt. Ja, und dann haben wir natürlich hier auf der Seite, ihr seht das, wenn ich hier durchswitche, dass hier ein bisschen was verändert wurde. Ich habe hier ein Widget installiert übrigens, also das ist ganz normal Android, da könnt ihr irgendwas installieren, was ihr wollt. Aber dann haben wir hier auf der Seite, seht ihr da, haben wir immer einen Kamera-Button, der bleibt immer, also der ist quasi fix. Und hier das normale Menü, wo ihr dann halt eben entsprechend eure Widgets oder spezielle Dinge reinpappen könnt, seht ihr so. Da kommt ihr dann natürlich auf eure Apps. Ich habe mal versucht, nicht allzu viele Apps zu installieren, die ich sonst so drauf habe, sondern nur die wichtigsten, sprich ein bisschen Cloud-Dienste, Dropbox, Google Drive, dann natürlich das eine oder andere Fotoprogramm, Instagram kommt schon mit, das ist quasi schon vorinstalliert drauf, aber dann eben auch noch halt zum Beispiel die ganz klasse App Pixlr Express, das schauen wir uns nachher noch an, eine ganz hervorragende Gratis-Foto-App für Android, die ungefähr 600 Filter mitbringt, da könnt ihr wirklich mit euren Bildern allerhand Lustiges anstellen damit. Ja, aber das Spannendste natürlich ist, ich drücke hier auf die Kamera und dann passiert da vorne was, was eben normalerweise natürlich bei einer Smartphone-Kamera nicht passiert, nämlich unser 21-fach Zoom fährt aus. Also da seht ihr dann, wir haben eben doch eine Kamera. Wenn ich dann hier zurück auf den Home-Button gehe, ich drücke da mal drauf, hallo. Manchmal hat er da ein bisschen ein Problem mit, ist mir auch schon aufgefallen. Oder meine Wurstfinger wollen gerade nicht. Dann würde man eigentlich normalerweise wieder zurückkommen. Natürlich, seht ihr, jetzt fährt das Ding wieder ein und seid ihr hier wieder auf dem normalen Modus. Ihr könnt das natürlich auch aufrufen, indem ihr einfach einmal hier drauf drückt. Dann geht die Kamera genauso auf. Also das ist dann so klassisch. So. Also, ihr seht, wir haben hier eine Kamera. Gehen wir darüber. Da seht ihr mein Surface Tablet, welches ich immer brauche, um quasi die technischen Spezifikationen mir anzeigen zu lassen. Ihr seht das hier, so. Ja. Ihr könnt natürlich fokussieren, indem ihr einfach drauf drückt, so wie ihr das von einer Smartphone-Kamera gewöhnt seid. So. Oder eben ihr macht das da oben und dann drückt ihr runter. Zack, und dann wird ein Foto ausgelöst. Okay, soweit so normal. Die Kamera kommt übrigens mit 8 GB internem Speicher daher, aber ich habe jetzt bei mir hier noch eine 32 GB Micro SD-Karte reingepappt, weil ich darauf eigentlich speichern möchte. Aber das heißt, out of the box könnt ihr schon mal ein paar Fotos schießen, ist also Speicher drin. Ja, was können wir denn dann tun? Wir haben verschiedene Modi oder Modi? Naja, wie auch immer. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, was da für Fotos gemacht werden sollen. Das eine, das einfachste ist natürlich mal der Automatikmodus, den ich im Moment, ihr seht, ihr könnt auch hier übrigens auslösen. Also ihr habt die Möglichkeit, hier oben auszulösen oder auch hier. Dann wird auch direkt hier ein Foto geschossen. Ich mache das eigentlich immer da oben. Ich finde es nicht unbedingt, wenn man auf den Touchscreen klickt, ist nicht unbedingt eine gute Idee. Hier, wenn ihr auf Modus geht, das wollte ich euch eigentlich zeigen, habt ihr auf der einen Seite den automatischen Modus. Okay, logisch, er versucht einfach ein möglichst gutes Bild zu schießen. Dann habt ihr einen intelligent genannten Modus, wo ihr seht jetzt hier, verschiedene Möglichkeiten habt zu sagen, was denn das für ein Foto geben soll. Angefangen von der Makroaufnahme über eine Momentaufnahme, wenn es ein bisschen schneller geht. Ihr seht, hier ist dann auch noch immer die Erklärung. Fotos von schnellen Bewegungen, dann Farbfülle, Panorama und so weiter, Sonnenuntergang, Nachtmodus, Feuerwerk, Leuchtspuren, da wird dann die Belichtung recht lange gemacht. Stativ wird empfohlen, steht hier drauf. Gesichtstönung, da versucht er das Gesicht ein bisschen aufzuhellen. Bildempfehlung, da wird eine ganze Serie gefeuert, eine ganze Serie geschossen und ihr könnt dann auswählen, welches denn das Beste war. Serienaufnahme, das gleiche, bestes Gesicht.
Da ist es so, das ist übrigens etwas, was ja auch Nokia für sein Lumia 920 im Moment ziemlich promotet. Er fotografiert ein paar Leute. Und meistens ist es ja dann so, dass vielleicht einer lächelt und die anderen gerade weggucken oder so. Und die Kamera macht dann einfach nichts anderes, als sie schießt fünf, ich glaube, es sind fünf Fotos hintereinander von dieser Gruppe oder von diesen Leuten. Und dann könnt ihr quasi, die Gesichter werden automatisch erkannt und dann könnt ihr auswählen, welches der fünf Bilder, welches Gesicht ihr jeweils nehmen wollt. Also zum Beispiel Person A war auf dem zweiten Gesicht, hat gelächelt. Die Person gleich daneben war schon am Anfang, hat die schon gelacht. Und die ganz rechts hat erst beim vierten Foto gelächelt. Und das könnt ihr dann zusammenstellen, wie wenn das quasi ein Foto wäre. Und das stellt ihr euch dann so zusammen und dann kriegt ihr eben hin, dass dann alle lachen. Darum heißt das bestes Gesicht. Landschaft, Makro, ja, da sind wir wieder. Also das sind dann diese quasi Motivprogramme, die ihr auswählen könnt. Und wenn ihr möchtet und wisst, was ihr tut, habt ihr noch eine andere Möglichkeit. Ihr könnt hier unten auf Experte klicken. Ich mache das mal. Und dann könnt ihr seht, das ist eine sehr schöne Grafik, die gefällt mir. Das ist dann so ein bisschen wie auf einer Spiegelreflexkamera. Dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel einstellen, könnt ihr das zum Beispiel dann einstellen entsprechend. So. Was ihr wollt, Programmautomatik oder eben die Helligkeit oder ganz manuell. Da könnt ihr dann hier überall drehen, was ihr wollt. Ich gehe mal noch ein bisschen hoch hier. Da könnt ihr da hier die verschiedenen Sachen, die Belichtungsdauer und so weiter einstellen. Also ihr seht, das ist dann quasi für fortgeschrittene Fotografen oder beziehungsweise für Leute, die wissen, was sie tun. Die Kamera, so viel sei aber schon gleich am Anfang gesagt, ist eigentlich eher so für Automatik oder für diese Motivprogramme sinnvoll, weil die Bildqualität, wir werden dann später noch drüber sprechen, die entspricht nicht ganz einer 500-Euro-Kamera. So viel sei schon mal verraten. Ja, und da könnt ihr da munter drauf losfeuern, wenn ihr das möchtet. Ich mache mal zum Beispiel Serienaufnahme. Das werde ich ja immer wieder gefragt. Wie schnell ist das Ding denn? In diesem Fall sind es 4 Bilder pro Sekunde, die sie schießen kann. Ich mach das mal. Ich zeige meine Kamera. Ist jetzt natürlich nicht ein Supermotiv. Zack, 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 seht ihr. Da ballert die da ab bis 20, dann ist der Buffer voll und dann schreibt sie es runter auf die Karte. Ja, ist ganz ordentlich, geht ganz schnell, wenn es sein muss. Also vom Speed her habt ihr mit der Kamera definitiv nie ein Problem. So, und dann habt ihr natürlich das hier drauf, Galerie. Ich gehe mal auf Galerie hier und suche mir das mal gleich aus. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das ist etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist bei der Kamera. Seht ihr, ich habe es jetzt schon ausgewählt hier. Kamera, hä? So, habe ich eigentlich gesagt, hey, come on. Und das hat dann einfach, das dauert manchmal recht lange. Also es ist erstaunlich. Das ist so, ist mir schon bei anderen Samsung-Geräten aufgefallen, dass die manchmal so ein bisschen laggen. Also sprich, da passiert zuerst mal nichts, bis ihr zwei, dreimal draufgeklickt habt. Das ist auch bei dieser Kamera so und ist aber für mich ganz klar ein Software, tja, wie soll ich sagen, ein Softwareproblem oder ein Software, das ist etwas, was man mit Software wird beheben können. Ist halt quasi die erste Version. Die Kamera ist ja erst dieser Tage auf den Markt gekommen. Das wird sicher noch besser werden in Zukunft, aber zwischendurch passiert euch das nicht unbedingt beim Scrollen, aber wenn ihr Funktionen aufruft, dass da einfach so zwischendurch mal kurz, es passiert gerade nichts. Zum Glück nicht bei der Kamera, wenn ihr die auswählt, das geht immer ganz fix, seht ihr, zack, jetzt seid ihr schon wieder im Kameramodus. Was ihr übrigens auch noch machen könnt, jetzt muss ich mal hier aber zurück, ich will ja nicht unbedingt wieder auf Automat. So. Ihr seht, da unten haben wir noch so was Kleines, wenn ihr das hochklickt, dann könnt ihr gleich Live-Filter drüber geben. Also ihr seht, ihr habt da einige Filter, die ihr machen könnt. Das ist so Instagram-mäßig. Zum Beispiel einen Sepia-Filter. Ich drücke da einfach drauf und dann wird das quasi direkt gemacht. Ihr seht jetzt da im Bild, dass das jetzt schon an oder schwarz-weiß oder negativ, so ein bisschen Infrarot-Style-mäßig oder vergilbt oder und so weiter. Also ihr seht, ihr könnt, wenn ihr Lust habt, euch da austoben. Das sind Filter, die dabei sind, die ihr gerade auswählen könnt und ihr seht dann halt, bevor ihr es schießt, wie es aussieht. Finde ich ganz praktisch noch. Aber ihr könnt natürlich auch Instagram zum Beispiel benutzen, welches schon out of the box dabei ist. Das wurde schon ausgeliefert damit. Ja, jetzt muss ich mich natürlich zuerst mal kurz anmelden. Ich bin auch bei Instagram dabei, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich es eigentlich nie brauche. Inzwischen habe ich es auch geschafft, mein Passwort hier einzugeben.
So, und ihr seht das dann hier. Jetzt kann ich da natürlich auch die Kamera auswählen. Die fährt dann auch entsprechend hoch. Also ihr seht, jede App, die die Kamera startet, jede normale Smartphone-App, die löst dann einfach hier das Kameramodul aus. Und jetzt kann ich dann eben hier Instagram-mäßig rumfeuern und fotografieren. Mache ich jetzt nicht, weil ich mich mit Instagram auch nicht so gut auskenne. So, ich habe vorhin mal angesprochen Bildqualität. Dazu muss man sagen, diese Kamera kostet im Moment, das heißt Ende Dezember, ungefähr 500 Euro. Bei uns in der Schweiz ist sie für 580 Schweizer Franken irgend sowas gerade erhältlich. Also ist relativ teuer. Die Bildqualität ist okay. Sie ist sicher besser, massiv besser als von praktisch allen Smartphones. Klar, wir haben da auch eine bessere Optik, logisch. Das ist eine richtig gute eigentlich Optik. Das Problem, das die Kamera aber ein bisschen hat, ist, dass sie einen sehr, sehr kleinen Sensor hat. Sie hat einen 16-Megapixel-Sensor. Und dieser 16-Megapixel-Sensor tut sich aber auf einer sehr, sehr kleinen Fläche, tut er sich eigentlich ausbreiten quasi. Und dadurch haben wir halt durch diese hohe Megapixel-Anzahl natürlich relativ schnell Rauschen und andere unschöne Dinge. Und die Kamera auch sonst, mir ist zum Beispiel aufgefallen, ihr könnt mal ein bisschen googeln, ich hau euch dann da unten noch ein paar Links rein, wo Leute schon geschrieben haben und auch Testbilder. Ich werde das auf eifrig.ch natürlich dann auch noch machen, aber wahrscheinlich erst in ein paar Wochen. Zum Beispiel Landschaftsaufnahmen, da ist sie relativ matt. Das ist alles relativ matt. Die Farben, die Beleuchtung, das wirkt nicht so wahnsinnig toll. Sehr gut finde ich die Kamera hingegen zum Beispiel bei dunklen Aufnahmen oder bei Nachtaufnahmen. Ich habe es euch vorhin gezeigt. Ihr habt hier beim Modus, in diesem intelligenten Modus, habt ihr die Möglichkeit, eine. Wo haben wir es? Wir haben da den Nachtmodus und da muss ich wirklich sagen, der funktioniert hervorragend. Also das ist wirklich, wirklich brauchbar. Also daher gesehen, das ist eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, eigentlich die Kamera selber macht deutlich schlechtere Fotos als zum Beispiel hier diese TZ31 von Panasonic, die ja wirklich eine ganz, ganz hervorragende Point-and-Shoot-Kamera ist. Ich sage dir jetzt mal einfach so. Die ist auch ein bisschen kleiner, logischerweise. Aber die ist auch von der Qualität der Bilder ist sie besser. So viel konnte ich schon rausfinden in den 2 Wochen, wo ich die Galaxy-Kamera habe. Aber ich sag's mal ganz klar so: Diese Kamera ist auch nicht unbedingt, die kauft man sich nicht unbedingt, weil man die beste aller Bildqualitäten haben möchte. Das ist ganz klar nicht der Fall, sondern das Zusammenspiel von Android und eben einer Kamera ist natürlich eigentlich der Witz daran, ist vor allem der, ihr könnt die Bilder super einfach, super problemlos teilen. Ihr könnt sie auf Facebook hochladen, auf Twitter, auf Google Plus und so weiter. Ihr könnt sie automatisch in die Dropbox rüberlaufen lassen und so weiter. Das sind die großen Vorteile. Ihr könnt eben, wie gesagt, zum Beispiel diese App Pixlr Express laden. Und dann habe ich da mal was vorbereitet. Seht ihr, habt ihr da hunderte von Effekten, die ihr drüber legen könnt. Oder ihr habt ein Overlay, was ihr machen könnt und so weiter. Also da könnt ihr verschiedenste Dinge mit euren Fotos machen. Und das ist dann eigentlich auch ganz witzig. So zum Beispiel. Und da kommt dann der volle Power von Android natürlich zur Geltung. Sucht mal nach Fotografie, nach dem Stichwort Fotografie im Google Play Store. Da werdet ihr Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Apps finden, die alle da drauf laufen. Also das ist eigentlich das Spannende an dieser Kamera. Und das Spannende ist natürlich auch, die hat WLAN eingebaut, die hat GPS, die hat verschiedenste Sensoren, wie das ja jedes Smartphone eigentlich hat. Und ihr könnt, wenn ihr das möchtet, könnt ihr eben auch eine SIM-Karte hier reinbauen. Wir haben vorhin den SIM-Card-Slot schon mal kurz angesprochen. Und ich stelle mir zum Beispiel vor, News-Journalisten, die zum Beispiel ein Online-Portal befüllen oder auch Blogger, wie ich einer bin. Für uns ist das natürlich super cool. Ich kann zum Beispiel, wenn ich da eine SIM-Karte reinmache und ich bin mal wieder auf einer Technikmesse oder sonst irgendwo unterwegs, wo ich finde, hey, das ist ein cooles Foto, das muss jetzt sofort irgendwo hoch, dann schieße ich das Foto und in dem Moment, wo ich das Foto geschossen habe, wird es ja auch gleich zum Beispiel auf die Dropbox hochgeladen. Das ist ja mit dieser automatischen Fotofunktion, die Dropbox ja schon seit einer ganzen Weile implementiert hat, dann könnt ihr das dann eben machen. Also dann wird dann quasi, das ist, ich behaupte mal, die schnellste Möglichkeit, auf der Straße Fotos zu schießen und die dann zum Beispiel gleich in die Redaktion zu beamen. Wenn ihr dann eine SIM-Karte drin habt und das richtig einstellt, dann werden die Fotos gleich quasi unterwegs via HSDPA, also via der schnellen UMTS-Variante, werden die hochgebeamt.
Und da seid ihr natürlich super fix. Also da müsst ihr nicht zuerst an euren Laptop, dann vom Laptop aus das zum Beispiel machen oder irgendwie mit Tethering vom Smartphone via WLAN und so, sondern das könnt ihr direkt in der Kamera machen. Ihr könnt das auch automatisiert machen lassen, dass das einfach passiert. Und das ist dann wirklich ein super cooler Vorteil dieser Kamera. Und ich sage mal, für diese Zwecke braucht man auch nicht eine super, super XXL Fotoqualität. Die Fotoqualität ist nicht schlecht. Also ich möchte ganz klar sagen, für Leute wie mich, der einfach eine Point-and-Shoot-Kamera hat, der drauf losballert, der dann auswählt und das eine oder andere in seinem Blog oder vielleicht auch auf Facebook und Co. Dann publiziert. Für solche Leute ist es perfekt. Fotografen werden daran keine Freude haben, das ist ganz definitiv so. Dafür ist die Qualität einfach nicht gut genug oder anders gesagt, dafür ist der Preis zu hoch. Weil kameraseitig, müsst ihr wissen, diese Kamera entspricht eigentlich der, Moment, wir machen nochmal Kamera hier. Diese Kamera hier, also die Optik und letztendlich auch das Kameramodul, der Chip und alles, entsprechen eigentlich der Samsung WB850F Kamera. Das ist eine WLAN-Kamera von Samsung, die ist schon ein bisschen länger draußen. Ich glaube, ein knappes Jahr oder dreiviertel Jahr gibt sie schon zu kaufen. Ja, und diese Kamera kostet halt 220 Schweizer Franken, also die kostet irgendwie 180 Euro. Und das heißt, wir haben hier die Bildqualität einer 180 Euro Kamera in einer Kamera für 500 Euro. Und da ist ganz klar, ihr zahlt diese 500 Euro eben nicht für die Bildqualität, sondern ihr zahlt die für Android, für einen Quad-Core-Chip, für ein komplettes Funkmodul-Set, für alle die Sensoren und so weiter. Also die Kamera ist ganz klar eine Mittelklasse, eine Einstiegsklasse Point-and-Shoot-Kamera, die aber halt eben in einem Smartphone steckt. Und um euch das zu zeigen, nehme ich da zum Beispiel mal das Galaxy S3, eines meiner Android-Smartphones, welches ich immer dabei habe. Und ihr werdet auch hier natürlich sofort feststellen, hey, das sieht ja genau gleich aus. Also wenn ich hier runter scrolle, seht ihr, das ist, ja, ist halt Android 4.1, das ja inzwischen auch hier auf diesem Smartphone drauf gelandet ist. Nee, ich wollte nicht Bluetooth drücken, sondern ich wollte eigentlich etwas anderes machen. Seht ihr, das ist dann der Mist, wenn man sich verklickt. Aber ihr seht ja auch, ich mache ja das auch immer alles live. Das heißt, ich habe keine Lust, danach noch zu schneiden. So, drum seht ihr halt auch, wenn ich mich daneben klicke. So, hier ist inzwischen 4.1.2 drauf auf dem Galaxy S3. Und hier ist eben 4.1 drauf. Aber ansonsten ist es wirklich, wie gesagt, eigentlich ein Smartphone, das sich da hier in diesem großen Kasten befindet. Ihr könnt es natürlich auch vergleichen mit dem Galaxy Note 2, welches ich hier habe. Und dieses Galaxy Note 2 natürlich ebenfalls hat genau die gleiche Version drauf. Das ist auch 4.1, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, 4.1.1, also auch hier drauf. Also ihr seht, letztendlich haben wir eigentlich all die Features, die wir von einem Smartphone haben. Einziger Unterschied, die Kamera hier, die Galaxy-Kamera, die kann ich, mit der könnt ihr nicht telefonieren. Ihr könnt zwar Skype draufladen, Headset anschließen und drauf losquasseln, das geht. Hier ist übrigens ein Mikrofon und nicht der Lautsprecher. Sorry, das habe ich vorhin falsch gesagt. Habt natürlich ein Mikrofon drin, ihr könnt ja auch filmen. Ja, eben, ihr könnt alles machen außer telefonieren. Eine Telefonie-App gibt es da nicht drauf. Aber sonst ist eigentlich alles drauf. Ihr könnt auch VoIP installieren, wenn ihr Lust habt. Oder eben, wie gesagt, Skype oder so. Also damit könntet ihr dann kommunizieren. Aber die klassische Telefoniefunktion, die wir natürlich beim Smartphone logischerweise drauf haben, spielt ja keine Rolle. Sondern wir haben natürlich hier die Telefon-App drauf und die haben wir hier nicht drauf, das ist ganz klar. Also die fehlt bei einem bei der Galaxy-Kamera. Aber sonst ist alles drauf. Sonst haben wir ein vollständiges, aktuelles Android drauf, welches auch immer wieder Updates kriegt. Seit ich Kamera habe, habe ich schon zwei Updates bekommen. Ne, eins, sorry. Kam schon ein Update drauf und natürlich die Apps lassen sich updaten, der Play Store ist drauf und so weiter. Und für alle die jetzt sagen, ja okay, jetzt hat er da ein Smartphone, wie ist es denn so mit der Geschwindigkeit, können ja mal zum Beispiel den allseits bekannten Quadrant laufen lassen. Ich schlage vor, wir machen das jetzt. Run a full benchmark. So, wir lassen das mal rödeln. Da ist er drauf. Okay, dann lassen wir ihn hier laufen. Es ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Hat ein bisschen mehr Memory, das Galaxy Note. Und der Prozessor ist ein bisschen schneller, glaube ich, 1,6 GHz. Aber sonst mehr oder weniger absolut vergleichbar. So, der ist jetzt fertig hier. Schauen wir uns das mal an. Also, die Samsung Galaxy Kamera Your Device hat 5260 Punkte erreicht im Quadrant.
Das ist eigentlich nicht übel. Das ist eigentlich ein recht guter Wert. Auch wenn ich mit meinem Asus Padfone 2 ja auf 7.500 kam und auch das Nexus 4 ein bisschen schneller ist, aber trotzdem, also das ist wirklich sehr potente Hardware, die hier eingebaut wurde. Und wie gesagt, den Vergleich, den werden wir jetzt dann gleich haben, wenn hier das Galaxy Note das zu Ende gerechnet hat. Und ja, zum nochmal sagen, also wir haben eine Kamera, ganz klar. Okay, ihr seht, das ist dann noch eine Ecke schneller hier. Das hat jetzt 6980 erreicht, mein Galaxy Note. Aber nichtsdestotrotz schlägt sich also total ordentlich das Ding hier. Und ist ja, wie gesagt, eigentlich eine Kamera. Also wir brauchen das ja eigentlich zum Fotografieren und weniger, um irgendwie darauf Spiele zu spielen. Aber es würde halt funktionieren. Also ihr könnt natürlich mit diesem Gerät auch E-Mails verschicken und so weiter. Ihr seht, ich habe auch bei mir das E-Mail-Konto drauf. Ganz einfach darum, um auch mal was schicken zu können und so. Kamera-Upload angehalten, seht ihr das hier? Das ist jetzt die Dropbox, die mir das sagt, nämlich weil die Batterie langsam zur Neige geht. 27% haben wir da noch drauf. Und die Dropbox ist ja dann jeweils so nett, dass sie dann anhält, weil es ja doch relativ viel Power braucht, wenn sie da alle Fotos hochbeamt. Und sobald ich dann den Akku wieder auflade, dann geht es dann wieder. Ja, Thema Akku. Um ganz ehrlich zu sein, für das das ein 4,8 Zoll Screen, ein Quad-Core-Chip-Satz ist und auch hier große Kameraoptik und so weiter, die man auch mechanischer bewegen muss, dafür ist der Akku etwas schmalbrüstig. Wir haben nämlich hier drin einen 1600 mAh Akku, der steckt hier. Ist übrigens genau der gleiche Akku, den ihr auch im Samsung Galaxy S2, also im Vorgänger von dem hier, findet. Den könnt ihr auch überall günstig kaufen, das ist kein Problem, aber der ist doch relativ schwachbrünstig. Ich gebe offen zu, ich hätte mir eigentlich eher sowas in der Liga, zwei, das gut, das Galaxy Note hat sogar 3000, aber das Samsung S3 hat ja 2000, glaube ich, 200 Milliampere-Stunden drin und da hätte ich mir eher sowas gewünscht als Akku. Finde eigentlich auch, es hätte genug Platz gehabt, wenn ich mir das hier so angucke. Da hätte man durchaus auch noch irgendwie den Akku etwas größer machen können, aber ja. Was heißt das im täglichen Gebrauch? Ich habe die Kamera jetzt, wie gesagt, knapp 2 Wochen bei mir, habe damit ziemlich viel rumfotografiert, vor allem natürlich auch, ich gebe es zu, ziemlich viele Apps installiert und immer mal wieder was gemacht da drauf. Also Wireless LAN und so ist natürlich immer an. Ja, und bei mir war immer so nach einem Tag war total Sense, am Abend war es dann tot. Es lässt sich aber sehr genau einstellen, das muss man auch noch fairerweise dazu sagen. Man kann einige sehr schöne Dinge einstellen, nämlich zum Beispiel könnt ihr einstellen, ich glaube, das ist hier unter Anzeige. Nee, das ist nicht unter Anzeige. Da oben gehen wir mal zurück. Akku. Da zeigt er euch natürlich an, was wo. Wo ist es denn? Weitere Einstellungen. Smart Tethering. Ihr könntet auch tethern hiermit. Also ihr könntet quasi damit noch ein anderes, wenn ihr eine SIM-Karte drin habt, noch ein anderes Gerät damit betreiben, das dann ins Internet kann. Ihr könnt, ich habe jetzt gar keine Lust, das zu suchen, aber ich sage es euch einfach. Ihr könnt zum Beispiel einstellen, dass immer, wenn der Bildschirm ausgeht, dass dann auch sämtliche Datenconnectivity abgestellt wird. Weil ehrlich gesagt, Twitter-Push und E-Mails müsst ihr ja nicht unbedingt ständig da drauf haben. Das spart schon mal massig Energie. Dann könnt ihr generell auch einstellen, dass im Moment ist es so, wenn ich jetzt hier den On-Off-Switch drücke, dann geht die Kamera in einen Ruhemodus, ist aber dann eigentlich sofort wieder da. Also wenn ich hier drauf drücke, ihr seht, zack, und jetzt drücke ich hier drauf, ist sie wieder da. Objektiv ausgefahren, go. Und wenn ihr jetzt aber das Ding so eine Stunde, ihr könnt das einstellen, bei mir ist es jetzt auf eine Stunde eingestellt, einfach so eine Stunde im Standby habt, dann fährt sie runter. Das heißt, danach wird Android komplett runtergefahren, braucht demzufolge eigentlich gar keinen Akku mehr, dauert dann aber ein bisschen länger, wenn man sie wieder aktiviert. Wobei auch da, dank dem schnellen Prozessor, ist die Kamera in ungefähr, ich würde mal sagen, 15 Sekunden ist sie wieder oben. Sogar manchmal, nur, es kommt ein bisschen darauf an, relativ schnell auf jeden Fall. Also ist mir jetzt nie irgendwie aufgefallen, dass das lange dauert, um die Kamera hochzufahren, zum schnell was zu fotografieren. Aber wenn ihr eben unterwegs seid und erst gerade was gemacht habt, dann ist sie sofort wieder da. Seht ihr so, zack. Also ihr könnt auch, wenn ihr sie abstellt und das Ding ist ausgefahren, dann fährt er zurück. Und wenn ihr es dann wieder anlasst, dann seid ihr gleich dort. Also seht ihr, das geht jetzt vielleicht eine Sekunde und jetzt könnt ihr wieder drauf losfeuern. Also sprich, das in dem Modus ist eigentlich genau gleich wie hier bei so einer klassischen Kamera. Buff geht sogar ein bisschen länger hier. So, zack. Jetzt kann ich hier auch
drauf los fotografieren. Also von dem her gesehen, da habt ihr wirklich keine Nachteile. Und dann könnt ihr eben, wie gesagt, sagen, er soll dann vielleicht nach einer Stunde oder zwei, wo ihr ihn nicht braucht, dann komplett runterfahren. Aber auch dann ist er schnell. Nicht so schnell natürlich wie die hier, aber für ein Android-powered Device, das ja eben eigentlich ein Smartphone ist, ist sie sehr schnell wieder oben. Also da hatte ich nie Probleme damit, nicht schnell genug wieder bereit zu sein, um ein Foto schießen zu können. Also da könnt ihr relativ viel machen, was die Akkukapazität dann auch steigert, aber trotzdem, ja, wenn ihr auf ausgedehnten Fotoreisen oder einen Fototag macht, dann müsst ihr damit rechnen, dass euch nach 6-7 Stunden der Akku dann einfach leer ist. Könnt ihr natürlich einen Zweitakku nehmen, wie gesagt, Galaxy S2 Akku, den gibt es an jeder Straßenecke inzwischen zu kaufen. Könnt ihr natürlich machen, aber trotzdem, ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Power, Akku-Power hier verbaut wird. Fazit, für wen ist diese Kamera? Also im Moment ist die Kamera natürlich noch für Early Adopters oder Leute, die gerade zu Weihnachten ein bisschen Kohle gekriegt haben, weil sie ist recht teuer, wie gesagt, 500 Euro, eine Menge Geld. Ist aber auch im Moment, finde ich, eines der coolsten Gadgets, weil Android im Zusammenhang mit einer doch recht guten Kameraoptik, das macht einfach Spaß, das gebe ich ganz offen zu. Ich finde das super cool. Für Leute wie mich, die eben drauf losfeuern und dann vielleicht noch das eine oder andere bearbeiten und dann gleich irgendwo hochladen zum Publizieren. Für mich ist es eine perfekte Kamera. Das wird auch meine Point-and-Shoot-Kamera. Also ich denke, dass die hier, die wird wahrscheinlich jetzt dann irgendwann mal verkauft oder im Schrank landen oder sonst irgendwie weitergegeben, aber die hier von der Bildqualität, für mich reicht es völlig. Wenn ich wirklich ganz, ganz tolle Fotos machen will, habe ich einen Spiegelreflex. Aber sonst reicht es mir völlig und die Möglichkeiten von Android sind halt fast unbegrenzt. Drum habe ich wirklich Freude dran, finde das super cool. Also sprich für Leute, die nicht die absolute Top-Bildqualität möchten, die aber ganz klar viel bessere Bildqualität möchten als ein Smartphone. Also wir müssen nicht drüber diskutieren. So gut die Kamera hier im Galaxy S3 auch sein mag, aber das ist natürlich eine andere Liga hier, ganz klar. Also die Galaxy Kamera, die macht schon richtig gute Fotos. Also wie gesagt, da haben wir hier einen 21-fach Zoom. Da könnt ihr wirklich wunderschön hinzoomen auch. Von dem her gesehen, für solche Leute, wenn ihr aber sagt, nee, ich brauche eine kleine, kompakte Kompaktkamera, die aber überragend gute Fotoqualität macht, dann ehrlich gesagt ist das nichts für euch, weil da zahlt ihr zu viel Geld für zu wenig Bildqualität. Dann empfehle ich euch zum Beispiel dann eher diese hier, mit der ich wirklich auch super zufrieden bin. Panasonic DMC TZ31, ich glaube inzwischen ist schon 33 der Nachfolger drauf, also nicht ganz das neueste Modell. Macht super Fotos, ist super leicht, habe ich eigentlich immer dabei. Das ist dann vielleicht der Grund, warum ich sie doch behalte, weil die doch relativ groß ist. Die hier ist viel kleiner. Macht super Fotos, wie gesagt, und ist ja fast unzerstörbar. Also hat halt nicht so großes Display, auch kein Touchscreen und so. Also das ist wirklich klasse Teil. Ja, für solche Leute oder wenn ihr eine WLAN-Kamera wollt, die einigermaßen die okay ist mit der Bildqualität, aber euch Android nicht so wichtig ist, dann könntet ihr ja die Samsung WB850 nehmen, die eigentlich dem entspricht, einfach ohne Android, und die hat dann auch einen entsprechend kleineren Bildschirm. Aber für alle die, die eben gern connected sind, die gerne ihre Fotos irgendwo hin kopieren, publizieren oder sonst irgendwie teilen, für die ist die Kamera natürlich ein Traum, weil es jetzt quasi erstmalig möglich ist, qualitativ gute Fotos zu machen und die gleich über die verschiedenen Funkmodule rauszuhauen. Das finde ich sehr spannend daran. Ja, wie gesagt, und man darf natürlich nicht vergessen, wenn ihr noch ein bisschen warten könnt, 1-2 Monate, dann wird die Kamera wahrscheinlich schon deutlich günstiger sein. Wie immer, im Moment zahlen die Early Adopters einfach noch zu viel, das ist klar. Wer es sofort haben will, zahlt den vollen Preis, aber ich mache mir keine Illusionen. In 2-3 Monaten werdet ihr das Ding für 350 Euro kriegen und dann macht es dann richtig Spaß, weil dann ist dann der Preisunterschied zur normalen kleinen Point-and-Shoot nicht mehr so groß. Und hey, ihr habt Android 4.1 Jelly Bean drin, das ist doch cool. Also von dem her bin ich eigentlich sehr angetan von dieser Kamera. Man muss sich einfach der qualitativen Schwächen oder das muss man sich einfach bewusst sein, dass da gewisse Dinge nicht so super, super toll sind, bildqualitativ mäßig. Aber auch wie gesagt, man kann es nicht generell über den Kamm scheren. Landschaftsaufnahmen fand ich eher matt. Aber eher dunkle Innenaufnahmen fand ich hingegen super. Makroaufnahmen haben auch ganz hervorragend funktioniert. Also wie gesagt, probiert das Ding am besten mal aus, bevor ihr das kauft.
dann mit ihr rausfinden könnt, ob das dem entspricht, wofür ihr die Kamera einsetzt, ob sie genau dort gute oder eben vielleicht nur einigermaßen gute Fotos macht. So, das war mal ein kurzer Test. Ich werde natürlich das dann noch ausführlich beschreiben auf eifrig.ch. Ich werde dann auch noch diverse Testfotos dort publizieren in den nächsten Wochen. Sicher auch noch einen Vergleich mit dem Lumia 920, dem Nokia Smartphone, welches ja eigentlich momentan die beste Smartphone-Kamera hat, um da mal zu gucken, was das Ganze so hergibt. Und ich werde dann auch noch ein paar Fotos im Vergleich hier mit der Panasonic machen, damit ihr seht, dass die eben schon noch ein bisschen besser ist, bildqualitativ. Ja, besten Dank fürs Zusehen. Das war Jean-Claude Frick für eifrig.ch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!